Das steirische Landeszeughaus war einst das zentrale Waffen- und Munitionslager der Landstände. Mit den Waffen und Harnischen wurden vom 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts das Landesaufgebot und die Grenztruppen ausgerüstet. Art und Zahl der Waffen wurden über Jahrhunderte geheim gehalten. Nur einem kleinen Personenkreis war es gestattet, das Zeughaus zu betreten. Das Zeughaus ist heute die größte originale Rüstkammer der Welt. Wie einst im 17. Jahrhundert befinden sich die Waffen und Harnische noch immer an ihrem ursprünglichen Platz. Es sind tausende Exponate, stumme Zeugen einer kriegerischen Vergangenheit. Die Steiermark führte keine Angriffskriege. Sie war in der Neuzeit vielmehr das Ziel von Angriffen. Die größte Bedrohung für das Land ging vom 15. bis zum 18. Jahrhundert von den Türken und von ungarischen Rebellen aus. Die ständige Feindgefahr zwang die Landstände zu einem organisierten Schutz des Landes. Ein wahrer Rüstungsboom setzte in der Steiermark ein. Große Mengen an Harnischen, Helmen, Handfeuerwaffen, Blank- und Stangenwaffen wurden aus in- und ausländischen Werkstätten erworben. Aus insgesamt 52 Orten gelangten Waffen nach Graz. Die Zeugbestände wuchsen dermaßen an, dass zu ihrer Unterbringung ein eigenes Depot, das heutige Landeszeughaus, errichtet werden musste. Insbesondere eingesetzt wurden die Waffen an der windischen Militärgrenze, im heutigen Kroatien, der Vorfeldverteidigung für die Steiermark. Varaždin war die Verwaltungsstelle der windischen Militärgrenze. Der hier stationierte Kommandant hatte die Aufgabe, Graz mit Nachrichten zu versorgen. Von einem reitenden Boten wurden seine Berichte zu den Verordneten nach Graz gebracht. Für die 130 Kilometer benötigte der Bote einen Tag. Alle 15 Kilometer wurde das Pferd gewechselt. In Graz entschieden die fünf Verordneten nun über die Art der zu treffenden Wehrmaßnahmen. An der Militärgrenze galt es, die Söldnertruppen effektiv einzusetzen und deren Bewaffnung sicherzustellen. War die Steiermark direkt bedroht, wurde das Landesaufgebot einberufen. Ins Feld gestellte Truppen waren tagelang, manchmal wochenlang, kreuz und quer durch die Steiermark oder an die Militärgrenze unterwegs. Der Marsch auf schlechten Straßen und Wegen war beschwerlich. Die Rüstungen und Waffen der Steirer wurden auf Wagen transportiert. Nur bei drohender Gefahr oder im Kampf wurden die Harnische getragen. Ein Teil des Aufgebotes war mit Handfeuerwaffen ausgerüstet. Die Schussvorbereitung der Vorderladerwaffen dauerte einige Zeit. Zuerst füllte man Schwarzpulver in den Lauf, ehe die Bleikugel nachgestoßen wurde. Auf die Zündpfanne kam leicht brennbares Zündpulver, das beim Lunkenschloss durch einen glosenden Zündstrick entflammt wurde. Beim Steinschloss entzündete ein Feuerstein das Zündpulver. Das Zündpulver entflammte das Schwarzpulver im Lauf. Das Interesse an den Waffen und Rüstungen der größten originalen Rüstkammer der Welt ist so groß, dass das Zeughaus schon mehrmals auf Reisen ging. In Amerika, Kanada und Australien wurden die schönsten Blankwaffen, Gewehre und Harnische bereits gezeigt. Allein in Kanada haben 1,8 Millionen Besucher die Exponate aus der Steiermark gesehen. Am authentischsten aber lässt sich ein Stück bewegter steirischer Vergangenheit an jenem Ort erleben, der Jahrhunderte unbeschadet überdauert hat und der einst zum Schutz des Landes eingerichtet wurde, im steirischen Landeszeughaus.